Hi, ich bin Patrick. Ich bin 11 Jahre alt. Ich krieg einen Bruder. Ich wollte immer schon einen Bruder haben. Gut, eigentlich wollte ich einen großen Bruder. Naja. Hi, ich bin Patricks Bruder. Ich bin noch gar nicht geboren. Die dachten, ich schlafe. Sitzen in der Küche und reden ganz leise. Völlig unklar, warum die das in der Küche machen. Die Tür steht offen und ich meine, hey, wenn jemand flüstert, dann ist das doch sowas von klar, dass du es recht hinhörst. Ich meine, hey, warum machen die das nicht im Schlafzimmer? Vielleicht wird er nie lernen zu sprechen. Ja. Vielleicht wird er nie lernen, richtig zu sprechen. Die sind doch nicht bescheuert. Wenn die das sagen, wird das schon stimmen. Ey Mann! Geh zu Daniel! Zu Daniel? Ja! Hallo Daniel, ich brauche deine Hilfe. Wofür? Du hast doch erst vor ein paar Jahren angefangen, Deutsch zu lernen. Ja und? Mein Bruder wird vielleicht nicht sprechen lernen und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen? Warum soll ich dir helfen? Daniel hat schon auf dem Weg gesagt, dass sein Boxlehrer ziemlich cool ist. Ich soll mich nicht einschüchtern lassen. Du hast dich noch nie geschlagen, oder? Nee, wieso? Sehe ich. Und woran sehen Sie das? Keine Ahnung. Ich sehe das eben. Karotten im Angebot, 1,79 das Kilo. Biotomaten im Angebot. Als ich die Gemüsefrau das erste Mal gesehen habe, war ich, keine Ahnung, noch ganz klein. Sie arbeitet in einem Laden, in dem meine Mutter manchmal einkauft. Früher hatte ich Angst vor ihr. Sie redet komisch, sie bewegt sich komisch, aber sie ist nicht dumm, glaube ich. Nur behindert eben. Früher habe ich mich über sie lustig gemacht, weil, naja, weil alle das gemacht haben. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Wie ist denn das so, behindert zu sein? Das ist ganz normal. Das habe ich vom Professor gelernt. Vom Professor? Wo finde ich ihn? Du heißt also Patrick? Ja. Ich finde es gut, dass du ja einfach so reingestiefelt bist. Ich hoffe, du bist nicht immer so einsilbig. Können Sie mir helfen? Nein. Nein, das kannst nur du selbst. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass mich das ein bisschen weiterbringt.